Benjamin Netanyahu ist sauer und einen Hehl macht er nicht daraus. Seit der Annäherung im Atomstreit zwischen den USA und dem Iran im Jahr 2013 geht es mit den Beziehungen zwischen Israel und den USA bergab. Der Iran bekommt damit alles, was er will, und er muss nichts preisgeben. Ich bitte Außenminister John Kerry ausdrücklich darum, die Unterzeichnung nicht zu überstürzen, zu warten, es zu überdenken, um ein gutes Abkommen zu erzielen. Das hier ist ein schlechter Deal, ein sehr schlechter Deal. Trotz aller Wut aufeinander sind sich die USA und der Iran seit vielen Jahren nicht so nahe gekommen im Hinblick auf eine Verständigung oder zumindest im Hinblick auf ein Auftauen ihrer Beziehungen. Netanyahu hingegen gibt sich seit Jahrzehnten unnachgiebig, er schlägt nach wie vor Alarm. Der Iran kann sehr schnell Uran von 3,5% auf 90% anreichern, wie man es für die Atombombe braucht. Die Zeit wird knapp. Wie weit ist der Iran? Sie sind in der zweiten Phase und im kommenden Frühling oder spätestens im Sommer werden sie die letzte Phase erreichen. Es bleiben nur ein paar Monate, womöglich nur ein paar Wochen, bevor sie Uran für ihre erste Bombe angereichert haben. Mit seinen Ultimaten hat Netanyahu sich auf gewisse Weise selbst diskreditiert. Seit 20 Jahren warnt er nun vor dem Iran, um zu verhindern, dass der Erzfeind Israels Zugriff auf Nuklearwaffen erhält. Aber auch, um zu verhindern, dass der Iran seine diplomatischen Beziehungen normalisiert. Vor allem zu den Verbündeten Israels, denn wenn sich die Spannungen zwischen Washington und Teheran legten und zwischen Israel und Teheran bestehen bleiben würden, dann stünde Israel dem Iran plötzlich allein gegenüber. Für Netanyahu wäre das ein gefährliches Ungleichgewicht in der Region. Und am 17. März wählen die Israelis ein neues Parlament. Die Iran-Frage steht für Netanyahu im Wahlkampf ganz oben auf der Prioritätenliste, offenbar höher als die Beziehungen zu den USA.